Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, ihr hattet bisher einen richtig geilen Tag. Ich habe mir heute mal als Aufgabe gesetzt, herauszufinden, was ist denn die stärkste Ultimate in League of Legends. Stärke ist natürlich jetzt schwer zu definieren. Stärke kann sein, indem ich den Gegner als Asi von mir wegwall und er nicht an mir rankommt. Obwohl die Ultimate wenig Schaden macht, ist es ein starker Effekt. Heute soll Stärke bedeuten, dass ich so viel Schaden wie nur möglich auf den Gegner hinaufbekomme. Das heißt, wir werden heute hier einige Ultimates sehen, um das Ganze möglichst gut vergleichen zu können, habe ich mir gedacht, wir spielen ohne Sonderlords. Ja, einige Ultimates können von sich aus Sonderlords brocken, andere können das nicht. Außerdem spielen wir immer mit diesem Itembild. Ja, das heißt, es ist ein normaler Standard-Itembild, den man gut erreichen kann im Endgame. Es geht natürlich noch viel, viel mehr, aber ich denke, das hier ist ein wirklich normaler, guter Bild. Bevor ich die Champions mit den stärksten Ultimates rausgesucht habe, habe ich mir schon im Kopf so ein bisschen gedacht, Fizz wird auf jeden Fall safe dabei sein. Ich meine, hey, auf Max Ranger das Ding 500 Base Damage und 858 plus AP, das sind 120% AP Scaling, das ist richtig krass. Und dazu kommt natürlich noch sein W-Dot, der gehört bei diesem Spell einfach dazu mit der Ultimate und kommen insgesamt auf 1472 Schaden und damit kann ich euch verkünden, hat es Fizz nicht in die Top 12 geschafft. Eigentlich, um ehrlich zu sein, ist es eine Top 11 plus Spezial-Bonus-Premium-Pick, den wir ganz am Ende dran packen, ja. Der passt dann nirgendwo so richtig rein, gehört aber irgendwie doch dazu. Wir fangen also mit Platz Nummer 11 an und hier ist der gute Rumble. Seine Ultimate hat einen ordentlichen Base-Damage von 1200 Schaden und 150% AP-Scaling, natürlich über die gesamte Dauer. Fizz nochmal im Vergleich, 500 Base-Damage mit 120% AP-Scaling. Bei Rumble ist es natürlich klar, hey, du musst komplett drin stehen bleiben, aber wir gehen ja heute mal davon aus, dass alle Kriterien hier erfüllt werden. Natürlich muss man überlegen, normalerweise wäre das Liandis noch dabei, was seinen Schaden erhöhen würde. Allerdings würde das bei diesen Puppen hart verfälschen, da die einfach unendlich viel AP haben und ich sag mal so, wir sind schon sehr, sehr großzügig, indem wir 715 AP auf Rumble haben. Normalerweise würde der mit Sicherheit deutlich weniger AP zustande kriegen. Mit fast 1800 Schaden auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Ultimate und damit Platz Nummer 11. Auf Platz Nummer 10 hat es der gute Wukong geschafft. Mit seiner Ultimate bringt er 800 Base Damage auf den Tisch, nicht ganz so viel wie die von Rumble, hat aber dabei ein 440%iges AD Scaling, was natürlich extrem stark ist. Ebenfalls kriegt man die Ultimate sehr, sehr gut komplett durch, dadurch man sehr schnell wird, im Gegensatz zur Rumble Ultimate, wo die Gegner doch recht schnell aus der Ultimate entfliehen können. Ich habe natürlich hier das Ganze nochmal getestet, indem ich das Q vorher drauf mache und dann die Ultimate mache. Damit kommen wir sogar auf 2126 Schaden. Die Ultimate aber einfach nur an sich gesehen, kommen wir hier auf gute und stolze 1900 Damage. Ich denke, der Itembild ist hier sehr realistisch, denn ich selbst spiele Wukong in den meisten Fällen auch Full AD und komme auf jeden Fall auf mindestens 400 AD. Um ehrlich zu sein, hätte ich gedacht, dass Syndra es locker in die Top 5 auf jeden Fall schaffen wird. Ihr Ultimate bringt 1260 Base Damage mit und 140% AP Scaling, sollte sie 7 Kugeln benutzen, was definitiv gut möglich ist. Mit dieser Ultimate verursacht sie also genau 2000 Schaden, ist damit knapp vor den anderen beiden, ist aber natürlich auch nur ein Single-Target-Spell, während Wukong und Rumble AOE an allen Schaden machen. Natürlich ist diese 7-Kugel-Kombo deutlich einfacher durchzubringen als so eine Full-Rumble-Ultimate, weil allein die Rumble-Ult zu platzieren ist schon einfach komplett GG. Aber trotzdem reicht es hier nur für Platz 9. Auf der 8 haben wir Vel'Koz. Sein Ultimate bringt mit 1140 Base Damage und ein AP-Scaling von 225%, was wirklich enorm viel ist. In diesem Beispiel, also Vel'Koz ist sehr, sehr problematisch, habe ich nur seine Ultimate getestet, komme auf 2057 Schaden. Es gibt natürlich viel zu beachten, denn zum einen würde man natürlich mehrere Passive Procs rausbekommen, würde man auf jeden Fall die E oder sowas vorher benutzen, was normalerweise jeder Vel'Koz machen würde. Zum anderen hat diese Trainingspuppe aber auch 100 Magieresistenz, ja, dadurch hat Vel'Koz einen enormen Vorteil, weil er zum Teil True Damage verursachen kann und würde dementsprechend in einem Test gegen Squishies deutlich schlechter abschneiden. Alles in allem aber auf jeden Fall eine sehr mächtige Ultimate, sehr gut gegen Tanks, aber auch insgesamt, um den Teamfight zu gewinnen. Auf die 7 hat es ein Added Carry geschafft, und zwar Lucian. Er hat einen Base Damage von 1500 plus 20% AD Scaling. Bei Lucian ist es natürlich sehr, sehr schwierig, denn es gibt sehr viele verschiedene Builds. Grundsätzlich kann man sagen, dieser Build, den ihr alle spielt mit Rune King Trinity, macht 2157 Schaden, ist also sehr, sehr stark. Und wenn man das Ganze noch durch mehrere AD-Items austauscht, kann man sogar noch mehr Schaden verursachen. Ich denke, der Trinity Rune King Build ist wohl der schlechteste für seine Ultimate. Und trotzdem 2157 Schaden zu verursachen, ist definitiv nicht schlecht.
Xerath, um ehrlich zu sein, hätte ich hier nicht erwartet. Mit seiner Ultimate 1300 Base Damage, 215% AP Scaling hat er es aber tatsächlich in die Mitte so mehr oder weniger mit reingeschafft. Wenn ihr alle 5 Schüsse trefft auf den Gegner, verursacht ihr 2193 Schaden. Natürlich ist es sehr, sehr schwierig, 5 Schüsse zu treffen. Vielleicht ist er so ein Sniper-König-King unter euch. Aber wenn ihr diese tatsächlich durchbringt und in diesen Tests testen wir alles so, als würden wir die optimalen Bedingungen haben, ist es eine sehr, sehr gute Ultimate. Selbst wenn wir einen Schuss verfehlen, sind es immer noch knapp 1800. Und deswegen unter anderem ist wahrscheinlich Xerath auch so ein beliebter Skripter-Champion, ja, weil du damit einfach die Ultimate-Schüsse triffst. Natürlich gehört das Q und die anderen Spells auch dazu. Im Prinzip hat Xerath 4 Skillshots, ja, GG. Der nächste Champion gehört eigentlich nicht hier rein, es ist nämlich Nunu. Er hat aber mit seiner Ultimate 1375 Base Damage und 250% AP Scaling, was wirklich immens viel ist. Allerdings ist es natürlich ein Champion, den du eigentlich nicht auf AP baust. Da die Ulti aber nochmal wirklich so stark ist, rein von den Zahlen her, musste ich sie auf jeden Fall mit reinnehmen, bringt es hier auf 2251 Schaden, wenn man sie komplett durchchannelt. Und mit seiner neuen Passive aktiviert, schafft er es sogar auf 2430 Schaden. Solltet ihr irgendwann in einem Game mal in ein Gebüsch laufen, ihr werdet unglaublich langsam und der Gegner ist Full AP Nunu, dann könnt ihr euch also von eurem Leben verabschieden. Muss aber definitiv sagen, bitte spielt kein AP Nunu. Das ist super, super bad und die Ultimate komplett durchzukriegen ist auch wirklich extrem schwer. Was Nunu kann, kann Katar schon längst. Ihre Ultimate hat einen relativ schwachen Base-Wert von nur 750 Schaden. Ja, alle anderen Ultimates waren weit über 1000. Sie hat allerdings ein AP-Scaling von 285%. Ja, das sind fast 300%. Das ist einfach komplett GG. Ihr kauft ein AP dazu und kriegt 3 Damage für eure Ultimate. Mit dem ganzen Bums schafft sie es auf 2432 Schaden und das sogar an vielen Zielen um sich herum. Hieraus können wir aber auch etwas lernen. Eine Katha baut ganz, ganz selten wirklich massivst viel AP. Ja, das heißt, auf 751 kommen die meist nicht. Sie bauen ja so Items wie Gunblade, vielleicht auch nochmal so ein bisschen tankiger Items und kommen deswegen nur so auf 400, 500, vielleicht mal 600 AP. Und die Ultimate hat eher so ein Base Damage, der nicht ganz so krass ist, dafür halt das harte Scaling. Das heißt, es lohnt sich wirklich mit der Ultimate, wenn ihr da viel AP rein investiert. Und dann könnt ihr diese Ultimate natürlich auch richtig, richtig oft einsetzen, wenn ihr diese resettet. Auf der neuen Katar muss ich aber eher sagen, habe ich das Gefühl, dass die Ultimate nur so etwas nebenbei ist und es sich eher alles um das Q, W und E dreht. Haha, ich habe dreht gesagt. Und sie so ein bisschen, ja, dann die Ultimate so als Filler mit rein benutzt und sie dann zwischendurch eh immer abbricht, um direkt zum nächsten weiterzuspringen. Damit wären wir auch schon bei Platz Nummer 3 und diesen Champion haben wahrscheinlich sehr wenige hier vermutet. Doch es ist Fiddle Fucking Sticks. Dieser Dude bringt mit 1625 Base Damage und 225% AP Scaling. Das, beziehungsweise seine Ultimate, ist der Grund, warum ich sehr, sehr oft sage, dass Fiddlesticks einer der Jungler ist, der solo im Late Game oder auch im Mid Game oder auch überall sein Team carryen kann. Du springst in das gegnerische Team rein und das gegnerische Team wird einfach komplett zerfetzt. Der Dude macht hier mit seiner Ultimate 2500 Schaden. Das Ding hat einen relativ großen Radius und dadurch, dass du den Gegner noch vieren kannst, kannst du sie auch oft komplett durchbringen. Natürlich muss man hier auch wieder etwas fair sein, so bin ich natürlich. Ich denke nicht, dass man in einem normalen Game 715 AP auf dem Fiddlestick schaffen würde. Man baut wahrscheinlich so Items wie Rylai's, Lianis und so Geschichten, die haben alle nicht so viel AP. Aber dennoch ist diese Ultimate definitiv unglaublich stark und gehört auf jeden Fall hier auf den dritten Platz verdient. Ich wusste, dass er stark ist, aber dass er so stark ist, hätte ich jetzt nicht erwartet. Victor's Ultimate schafft es mit einem Base Damage von 1300 und einem AP Scaling von 230% auf Platz 2. Jetzt werden natürlich einige aufmerksame Augen schon gesehen haben, okay, hey, dieser Victor hat 850 AP, das ist ja komplett unfair und nicht vergleichbar. Aber man muss einfach sagen, der Hexcore Stab, der 180 AP gibt, gehört einfach zu einem Full Endgame Late Game Victor dazu. Und deswegen hat Victor auch einfach mehr AP als andere Champions. Und mit dieser Ultimate schafft er es dann auch insgesamt auf 2512 Damage, was wirklich insane ist. Natürlich will ich mal nicht so sagen, ich habe das auch nachgestellt mit 715 AP und wir kommen immer noch auf 2300 Schaden, was zwar nicht Platz 2 ist, aber einfach extrem viel ist und ich meine, er würde immer mehr AP haben als alle anderen. Das ist einfach ein sicheres Ding. Außer du stehst 030. Dann nicht. Wir sind nun angekommen bei Platz Nummer 1. Ich weiß ja nicht, welchen Champion ihr hier erwartet hättet. Könnt ihr mir gerne mal unten reinschreiben.
aber es ist Miss fucking Fortune. Und dieser Champion ist nicht nur Platz 1, dieser Champion ist 20 mal Platz 1. Wir hatten vorhin Champions, die hatten ein Base Damage von 1500, 1600, geile AP Scaling dahinter. Miss Fortunes Ultimate scaled mit ihrem Auto-Hit Attack Damage. Ja, der ist in diesem Fall 388, das Ganze wird mal 16 genommen. Und damit kommen wir auf einen Base-Wert von 4656, Achtung, AOE Damage. Dieser Dummy hier hat nicht mehr viel zu lachen und kriegt einfach 4k Damage in sein Gesicht reingeböllert. Das Lustige bei dieser Ultimate ist, diese kann sogar noch critten, beziehungsweise wenn sie crittet, dann machen die Kugeln 20% zusätzlichen Schaden. Ich habe so ein bisschen an den Builds rumprobiert und habe sogar auf 5300 Schaden, den wir dem Gegner ins Gesicht knallen, geschafft. Und das, meine lieben Miss Fortune-Spieler, ist der Grund, warum man versucht, auf Miss Fortune fast ausschließlich AD zu bauen, weil diese einfach ihre Ultimate bis ins Universum und wieder zurück und nochmal ins Universum reinboostet. Ich meine, viele von euch kennen wahrscheinlich die Situation, ja? Du läufst irgendwo, die Miss Fortune Ultimate böllert vollkommen auf dein Teammate ein und du stirbst aus Versehen nebenbei, weil du 3-4 Salven abbekommen hast und vielleicht sogar dachtest, du wärst gerade raus, aber kriegst noch eine ab. Ja, GG, kriegst nochmal 400 Damage in dein Gesicht. Eine gut platzierte Miss Fortune Ulti kann also jedes Game definitiv gewinnen, solange ihr nicht 030 seid. Dann nicht. Das war aber noch nicht das Ende, und zwar kommen wir jetzt zu unserem Spezial-Bonus-Premium-Express-VIP-Pick. Und zwar ist das Veigar. Veigars Ultimate klingt von den Zahlen super lächerlich, ja. 325 Base-Damage, das ist nix. 75% AP-Scaling ist auch nix. Und bringt natürlich, muss man auf jeden Fall erwähnen, den Execute-Damage mit. Das heißt, im direkten Vergleich hat diese Ultimate gar nicht abzustinken mit den anderen Ultimates. Allerdings muss man natürlich einige Sachen bei Veigar beachten. Punkt Nummer 1, seine Passive. Veigar hat also die Möglichkeit, wahrscheinlich locker 1000 AP, wenn nicht sogar mehr als 1000 AP, wir gehen von normalen Spielen aus, zu erreichen. Außerdem testen wir das Ganze hier an Dummies, die in Full AP sind. Ja, natürlich, ich schieße sie so ein bisschen runter mit der Zeit, das heißt, sie kriegen immer, immer mehr Schaden. Allerdings haben diese 100 Magieresistenz, aber eigentlich ist Veigar kein Champion, der diese Ultimate auf Tanks schleudert. Natürlich kann man die damit auch killen. Und der richtig ausschlaggebende Punkt bei dieser Ultimate ist, dass du sie nicht wirklich dodgen kannst oder was dagegen tun kannst. Ja, natürlich gibt es so Sachen wie Stundenglas, aber sagen wir einfach mal, bei Miss Fortune kannst du aus der Ultimate rauslaufen. Wenn du aus der Victor-Ulti dashst, dann bist du weg. Fiddlesticks, ich drück eh, gar kein Problem. Xerath, ich dodge die Kugeln, gar kein Problem für mich. Bei Veigar solltest du nicht sowas wie ein Stundenglas auf AD Carry Ezreal haben, dann kriegst du dieses Ding im Gesicht und du wirst von 50% oder mehr auf 0 radiert. Du hast also extrem wenig Möglichkeiten, wirklich effektiv was dagegen zu tun. Und das ist, warum diese Ultimate so stark ist und warum ich diese Ultimate so krass hasse. Und genau deswegen ist auch Syndras Ultimate so stark, obwohl sie es im Ranking nicht so weit nach oben geschafft hat. Es ist Safer Damage, der so gut wie immer durchkommt. Aber es ist nicht die stärkste Ultimate. Man kann aber eins sagen, es ist die stärkste Tiltimate im ganzen Game. Wer das Ding abkriegt, tiltet zum Mond. Und wieder zurück. Haut mir auf jeden Fall raus, welche Champions ihr auf jeden Fall erwartet hättet und die nicht da sind. Habt ihr Miss Fortune, Fiddlesticks, Victor gedacht, dass die so weit oben sind? Verabschiede mich, auf Wiedersehen, tschüss und goodbye.